Es ist immer so schwierig bei YouTube-Videos. Ich sehe, dass die Menschen das so an und aus und an und aus und dann wischen sie weg und du hast noch gar nicht angefangen und zack, bist du weg vom Fenster. Also ich mache es kurz. Ich bin Elena Büchel und das hier ist mein Atelier. Ich male intuitiv, das ist das Bild, um welches jetzt gleich geht. Ich habe gemalt, intuitiv. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich war einfach in Flow und habe meinem inneren Gefühl gefolgt. Und erst am Ende, als ich fast fertig war, habe ich mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Was ist das? Und dann kam auch die Antwort und das Thema, das habe ich erkannt. Es geht um eine Reise. Das hier ist also eine Person, männlich oder weiblich, es ist keine Ahnung. Es ist auch egal, weil ich denke, dass wir alle die Reisenden sind. Wir alle sind die Suchenden. Und das ist genau das, was da auf einmal so präsent war. Ich denke auch, dass manch einer mag das nicht hören, weil viele Menschen mögen es nicht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich denke aber, dass das wichtig ist, also dass es diese spirituelle Reise zu sich selbst, die Reise nach innen, um sich selbst kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, welche Talente, welche Fähigkeiten ich in mir trage, was ist alles noch drin, die ganzen ungeschliffenen Diamanten, die wir alle in uns tragen. Ich denke, es lohnt sich, dahin zu schauen und diese Diamanten zu suchen, die zu schleifen, zu polieren und glasklar zu machen für sich und für die Außenwelt. Ich glaube, dass das genau das ist, der Sinn des Lebens, sich selbst zu finden und dadurch auch zu einem glücklichen und zufriedenen Leben zu kommen. Und das ist genau da drin. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Ich denke, da fehlen noch ein paar Feinheiten, die man dann oder ich noch hinterher zu Ende schleifen werde. Das ist so wie mit Diamanten auch. Politur und alles nochmal ja, bis zum Schluss halt bringen. Aber jetzt für diesen Augenblick ist das gut so. Ich bin zufrieden damit. Ich brauche auch manchmal ein paar Tage, um drüber nachzudenken, mir das anzuschauen und dann das fertig zu machen. Ein Tipp an dieser Stelle: Wenn du intuitiv malst, dann beende deine Bilder. Das ist wichtig, dass du alles, was du anfängst, auch zu Ende bringst. Warum? Weil das ist wie die offenen Schubladen, die wir in uns haben. Stell dir mal vor, du hast in der Küche offene Schubladen und vergisst die zuzumachen und irgendwann rennst du dagegen und tust dir weh. Also die schränken deine Bewegungsfreiheit irgendwo ein und je mehr Schubladen sind offen, desto schwieriger wird es. Dann kann auch die Energie in dir nicht fließen, wenn da viele offene Schubladen sind. Deswegen mach die Schublade zu und lass deine Energie fließen. Viel Spaß beim Zuschauen.
Für heute bin ich fertig. Vielleicht werde ich hier und da noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen nach Zeichen etc. Aber das sind Kleinigkeiten und das ist also das Bild. Ich hoffe sehr, du hattest Spaß beim Zuschauen und natürlich wollte ich dich inspirieren, also male am besten direkt, am besten jeden Tag. Und schreibe mir gerne, hat dir das Video gefallen? Ich freue mich sehr auf dein Feedback, auf deinen Kommentar und wünsche dir eine wundervolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und fast vergessen, wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, unterstütze mich und aktiviere gleich die Glocke.